So, liebe Leute, es geht los mit meinem Desktop auf Krieg Restaurationsprojekt. Und zwar, habt ihr vielleicht das Intro gesehen oder die Vorschau dazu. Meine Armee hat zerrüttelt und dementsprechend werde ich jetzt anfangen. Mein erstes Ziel ist, bis zum Codex-Release im Dezember oder Januar 2000 Punkte wieder spielfertig zu haben. Dabei geht es mir jetzt erstmal nicht um kompetitiv, sondern um überhaupt die Armee soweit spielfertig zu bekommen. Die Armee ist komplett zerrüttelt. Der Basing-Standard ist auch eher so von vor 15 Jahren. Hier überlege ich, ob ich vielleicht auch zum Kaschieren vieler Klebestellen und Retuschestellen dann Snowbases draus mache und die ein bisschen rebase. Das werde ich aber wenn im Anschluss machen. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal die ersten Modelle raussuchen, die reparieren werde. Und dann habe ich mir auch noch was Neues zugelegt, aber dazu komme ich gleich. Suchen wir erstmal raus. Suchen wir uns mal ein paar Teile zusammen. Wir gucken mal. Das spule ich jetzt vor. So, das gehört zusammen. So, das soll jetzt erstmal reichen. Das sind hier die ganzen Pferde mit den jeweiligen Spitzen. Von zwei fehlen mir die. Da habe ich mir aber Abhilfe verschafft. Ich glaube, das kommt noch hier hinten drauf. Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Der Anhänger ist da. Die Spitze ist da. Hier von dem Panther ist alles da. Bis auf ein paar Sponsor-Weapons. Das mache ich ganz am Schluss. Da muss ich mal gucken, ob ich noch was finde. Ja, ich habe noch was Neues bestellt. Das hier kommt jetzt erstmal in eine Kiste und mit oben in mein Bastelzimmer. Reparaturbox Nummer 1. Und jetzt habe ich mir das bestellt. Was ist das? Das sind einmal die Gaunt's Ghosts, die ich einfach cool finde. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwie Gasmaskenhelme habe, um die hier ein bisschen zu verdeathcorpsen. Mit Respiratoren oder was auch immer. Gaunt's Ghosts, Deathcorps Style. Check. Und hier haben wir einen Hellhound. So. Ein anderes Paket ist auch noch auf dem Weg. Da habe ich mir, glaube ich, es waren zwei Basilisken oder zwei Manticore. Das ist schon ein bisschen her, die waren noch nicht lieferbar. Deswegen weiß ich gerade nicht mehr genau. Ich glaube, es waren Basilisken. Die kommen natürlich artilleriemäßig fluffig bei Deathcorps dazu. Zack. Hellhound aber zuerst. Und dann habe ich mir noch mit 3D-Hilfe ein bisschen was verschafft. Und zwar haben wir einmal Death Rider Ersatzteile. So, das sind genug und ein paar, ihr seht es hier schon, für Augurants. Und hier sind noch ein paar Lanzenspitzen mit bei, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ein paar neue Arme. Und hier bei den Reitern, falls ein Reiter so gar nicht reparierbar ist, nochmal Lanzen. Und ich kaufe mir dann noch im Baumarkt so Metallstäbe und dann kriege ich die hoffentlich wieder hin. Und ansonsten habe ich mir hier noch ein paar neue hinzubeholt, falls ich so gar nicht instand gesetzt bekomme. Die anderen sind, wie gesagt, alles original Forgeworld. Dann habe ich diese guten Jungs hier. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich gehe mal ran mit der Kamera. Das sind Deathcorps of Krieg Bullgrins. Custom. Also gibt es so nicht zu kaufen. Muss man sich auch drucken. Und die haben extra Schilder. Und die habe ich in den Loadouts, dass ich sie als Bullgrins und als Augurants bauen kann. Das heißt, die sehen hoffentlich richtig cool aus. Die werden dann einmal voll durchmagnetisiert, das wird eine Menge Arbeit. Aber ich habe dann auf jeden Fall 2, 4, 6, 8, 10. Also 2x5 Trupps Bullgrins oder 2x5 Augurants oder 1x5, je nachdem wie auch immer. Ich möchte sie gerne als alle spielen können und darum werden die guten Jungs magnetisiert. Auch das kommt mit in meine Bastelbox rein. Aber lieber vorsichtig, nicht, dass sie kaputt gehen. Und jetzt gehen wir mal zurück in mein Bastelzimmer und dann gibt es ein kleines Timelapse vom Basteln.
Ja, hier habe ich jetzt natürlich alles erstmal abgeschleift, habe gestiftet, mit Green Stuff supported, magnetisiert hinten den Anhänger. Dann, ja, wie gesagt, Stift mit Remel und Draht und Green Stuff und so sieht das Ganze am Ende aus. Dann habe ich die ganzen 3D-Sachen erstmal entgratet, wie man es so nennen kann, habe die alle aussortiert und dann jo, schauen wir mal, dass ich Magnete rankriege. Die muss ich nämlich erst noch bestellen. So, den, wie gesehen, größtenteils fertig geklebt, hinten magnetisiert, der ist heile, neue Antenne und hier fehlt mir noch ein Bit, ich habe meine Bitbox nicht gefunden, aber ich habe die irgendwo noch und hier mit Greenstar versucht so ein bisschen die Bananenbiegung aus dem Resin rauszukriegen, respektive aus dem Bruch und ist mir glaube ich ganz gut gelungen. Lasse ich jetzt trocknen, dann am Ende, wenn alles repariert ist, mache ich den Color ab mit den Farben, dass alles aus einem Guss kommt. Ja, und wie gesagt, hier sind nochmal die Bilder dazu. Ich hoffe, euch gefällt die Reihe. Das ist jetzt das erste Video. Ich versuche mich natürlich zu verbessern, also lasst gerne Kommentare und Kritik da. Hier unten auch nochmal der Link ins GW Fanworld Forum. Und ja, bis zum nächsten Mal habe ich dann hoffentlich die Plastiksachen, Ghosts und so weiter gebaut. Und ja, jetzt gilt es zu magnetisieren und so weiter. Und ja, stay tuned, lasst gerne Kommis und Likes da, Abos, wenn es euch gefällt. Und gerne natürlich auch konstruktive Kritik. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hier wiederzusehen. Euer Juan, bis zum nächsten Mal. Ciao.